Und ich rufe auf Top 7 unserer Tagesordnung. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die hessische Rechtsanwaltsversorgung und des Gesetzes über die hessische Steuerberaterversorgung. Zur Einbringung bitte ich Herrn Staatsminister Boddenberg, der schon ans Rednerpult geeilt ist, nach vorne. Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, für die Landesregierung bringe ich ein, das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die hessische Rechtsanwaltsverordnung und des Gesetzes über die hessische Steuerberaterversorgung. Für beide Gesetze ist ein Urteil des BfH aus dem Jahr 2015 verantwortlich. Ich bitte um Zustimmung im Verlauf des Verfahrens. Wir machen hier ähnliche Regelungen, wie sie beide bereits in der Rechtsanwaltskammer und in der Steuerberatskammer zum Thema Ehrenamt verabredet oder niedergelegt sind, und vollziehen dies nach. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch hier ist verabredet und vorgesehen, dass ohne Aussprache dieser Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen wird. So verfahren wir.